Hallo und herzlich willkommen bei unserem Golotschi-Spezial. Wir haben heute über 15 Pizza-Bringdienste im Test und testen auf Geschmack, Qualität und Geschwindigkeit dieser Lieferanten. Grunde genommen geht es darum, bei möglichst vielen Bringdiensten gleichzeitig zu bestellen. Ich bin ein bisschen vorbereitet und ich habe auch schon mal ein bisschen Geld mit beigebracht. Beispiel, Sam bestellt bei mindestens 9,50 €. Oh, hey! Große Pizza. Du musst das ganze Geld ausgeben. Yes! Yes. Okay, alle bereit? Jawohl. An die Telefone. Fertig. Los. Einen wunderschönen guten Tag. Schulweg. Ja, Schulweg. So, und jetzt hätte ich gerne bitte eine ganz einfache Salami-Pizza. Also bei der Pizza-Bringdienst wurde der Mindestbestellwert von 9,50 Euro auf 15 Euro erhöht. Ja, Schulweg ist das. Ja, Getränke gehen nicht mit dem Mindestbestellwert. In 37083 Göttingen. Das hat keine Hausnummer. Rufte an, hat schon eine Minute gedauert. Okay, so, dann sage ich so halt, ich habe gerne eine Pizza bestellt zum Herrn. Und dann hat er mich erstmal weitergereicht, hat eine halbe Minute schon wieder gedauert. Dann habe ich ihm das alles erklärt, den Anfahrtsweg und so. Und dann meinte er so, ja, nee, tut mir leid, wird eine Stunde dauern und er hätte heute keine Zeit. Wenn man in den Schulweg bis auf Höhe der Sporthalle fährt. Hallo Minka, was hast du denn bestellt und wo hast du es bestellt? Einfach links. Und an der Hecke, da sind bunte Ballons. Ich habe bei Pizza mit Champignon und Schinken. Und wann denkst du, wann sie kommen wird? Also er meinte in 30 Minuten. Das ist gegenüber von der Sporthalle von der IGS. Ja. Und jetzt hast du nicht bestellt, oder was? Nö, weil das nicht gemacht hat. Ja, Schulweg ist das. Ja, also Margarita alleine würden sie nicht bringen, haben sie gesagt. Ich müsste mindestens für 15 Euro bestellen. Ja. Walle, wo hast du bestellt? Bei Maxwell. Und? Alles problemlos gelaufen? Super, ich brauchte noch nicht mal Mindestbestellwert. Ja, ich habe auf Uhr geguckt. 2 Minuten hat es gedauert. Also ja. Der kam gleich ans Telefon, also keine Wartezeit. Er musste zwar nochmal Rückfrage erhalten wegen dem Mindestbestellwert. Ich habe gesagt, Rest mit Cola auffüllen, aber ich glaube, ich krieg nur eine Cola. Ja. Wie war deine Bestellung? Sehr kompliziert. Erzähl. Ja, ich sollte die Nummer angeben. Es gibt keine Hausnummer. Das hat keine Hausnummer. Ich denke, es läuft gut. Wo hast du denn jetzt eigentlich bestellt? La Piccola Romantica. Und war alles okay mit der Bestellung? Ja. Er wollte zwar meine Handynummer haben, ich weiß nicht für welche Zwecke, aber... Er fand deine Stimme sexy. Ja, natürlich. Natürlich. Hey, Feierabend. Aber dreiviertel Stunde Lieferzeit, okay, Sonntagabend. Ja, dann wird das wohl okay sein. Wir sind jetzt hier im Vereinshaus des Kleingartenvereins und schauen mal, wie viel Zeit schon verstrichen ist, seitdem wir die Bringdienste angerufen haben. Alex? Genau, 18 Minuten und 37 Sekunden. Wir stehen jetzt hier vor dem Vereinshaus des Kleingartenvereins. Dieses hier sind die Luftballons, die den Bringdiensten als Erkennungszeichen dienen. Ladies and Gentlemen, das könnte die erste Pizza sein. Hier sehen Sie live angekommen, die erste Pizza wahrscheinlich. Guten Abend, der Herr. Ladies and Gentlemen, kommen Sie mal bitte mit, kommen Sie mit. Hallo, ein wirklich sensationelles Ergebnis, Herr. Das ist wirklich erstaunliche Zeit. Was sagen Sie zu diesem tollen Ergebnis? Sehr gut. Vielen Dank dafür. Der erste ist nach 21 Minuten da. Ist das nicht der Wahnsinn? Wir stehen jetzt hier vor der ersten Pizza, die geliefert wurde. Lecker sieht sie aus. Gucken wir mal, ob sie auch warm ist. Alex, teste mal. Nun werden wir die Pizza mal messen. Wir haben ein Messergebnis von 55 Grad. Es nähert sich in rasantem Tempo ein Auto. Ist das der nächste Bringdienst?
Wir sind gespannt. Er kommt näher. Er kommt näher. Er wird langsamer. Oder auch nicht. Nee. Doch. Hallo. Ja, da sind Sie ja genau richtig. Sie sind der Zweite. Also nach 25 Minuten, 28 Minuten, wie lange haben wir? Ungefähr. Das ist eine wunderbare Zeit. Der Zweite von 15. Was sagen Sie dazu? Ja, manchmal klappt es, manchmal nicht. Von welchem lieben der Verdienst sind Sie denn? Maxwell. Ja! Kommen Sie mit! Ja. Warte, kriegt was zu essen! Ich bin jetzt! So, komm. 26 Minuten und 16 Sekunden. Gute Leistung, auf jeden Fall. Der zweite Lieferant ist da, das Geld wird übergeben. Schauen wir mal, ob die Pizza auch warm ist. Wir schauen mal schnell auf die Temperatur, was sie sagen wird. Du bist so nah dran. Wir haben eine gemessene Temperatur von wiedermals 53 Grad, meine Damen und Herren. Okay. Und da ist auch schon der nächste Lieferant, der dritte nach, was haben wir für eine Zeit, 27 Minuten und 42. Vielen Dank. An den Herrn. Sehr gut. Und auch bei dieser Pizza müssen wir mal gucken, wie warm sie ist. Gut, sieht sie schon mal aus. Diese Pizza hat ein sensationelles Ergebnis von 69 Grad. Joyce ist absolut hot. Wir haben ein sensationelles Ergebnis von 69 Grad. Das ist wirklich sehr hot. Was sagen Sie dazu? Ja, also ich würde mal sagen, das liegt an den guten Taschen. Also die sind auch ziemlich teuer so und immer recht heiß eigentlich. Nur das Beste nehme ich an. Ja. Sehr gut. Haben Sie es denn auf Anhieb gefunden? Ja, eigentlich schon. Stand gegenüber Sporthalle und hier beim Gärten. Konnte man eigentlich nicht übersehen. Mit den Luftballons und so auch. Stand ja dabei alles. Ja, super. Vielen, vielen Dank für die Pizza. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und man sieht sich. Schönes Ausliefern noch. Meine Damen und Herren, die ersten Pizzen sind schon angeliefert worden und die ersten sind fleißig am Essen. Hier haben wir Tanja zu meiner Rechten. Tanja, schmeckt die Pizza? Sehr, sehr lecker. Also ich bin begeistert. Wirklich lecker. Sieht auch lecker aus, oder? Ja. Du wartest auch noch? Ja, ich warte noch. Und wie lange wartet ihr jetzt schon? Ey, zu lange. Warte. Er geht kurz nach schon. 31 Minuten und 8 Sekunden. Ich auch. Mindestens. 31 Minuten und 10 Sekunden. Naja, vom Aussehen her, sieht's ein bisschen mickrig aus. Der Teig ist noch ein bisschen hell, möchte ich jetzt mal sagen. 55. 56 Grad. Meine Damen und Herren, die nächste Pizza ist eingetroffen. Ingo, von wo hast du sie? Beziehungsweise, was war das? Und wie ich sehe, eine köstliche Pizza Hawaii. Wir werden mal gucken, was die Temperatur sagt. Warte, wie ist es? Senf. Meine Damen und Herren, 45 Grad. Ingo, ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Tiefkühlpizza. Wo habt ihr bestellt? Keine Ahnung. Maxwell. Ja, wir stehen jetzt hier bei Hattie und Marcel. Nach 40 Minuten ist die Pizza immer noch nicht da. Was sagt ihr dazu? Ich schieb sie einfach mal aufs Wetter jetzt. Ja, also Sonntag, viele Leute bestellen. Kann schon mal ein bisschen länger dauern, ne? So, hier ist schon die nächste Pizza angekommen, die bestellt wurde bei Überraschung, geliefert wurde sie von genauso wie und natürlich. Schauen wir mal, ob diese Pizza die gleiche Temperatur hat wie die anderen von. Ihr müsst es unbedingt filmen. So. Wir haben hier eine Pizza, die muss... Diese Pizza riecht nach Gras, Haschisch, Marihuana, egal wie man es nennen will, sie riecht nach... Sie riecht wirklich so. Komm, wer kennt sich damit aus und will mal kurz riechen? Du wartest? Ich warte. Auf wen? Auf, wie hießen die? Ja, ich glaube, es dauert. Schauen wir mal, lassen wir uns mal überraschen. Zwei Pizzen. Zwei hungrige Mäuler sind zu stopfen. Wir sind jetzt bei fast einer Stunde und es warten immer noch sehr viele Leute auf ihre Pizza. Alex zeigt nochmal ganz kurz die Uhrzeit. Alex?
Ja, Bastian, wie du es erkannt hast, sehr, sehr schlecht. 60 Minuten bald vergangen. So, wie war denn die Pizza? Sehr lecker. Sehr lecker. Hat wirklich gut geschmeckt. Würdest du da wieder bestellen? Würde ich. Ja, würde ich. Doch. Und wie ist deine Pizza? Geschmacklich ist sie ganz gut, sie ist leider nur ein bisschen kalt. Wie viel Grad hatte sie? 42 Grad. 42 Grad? Das ist ja richtig kalt. Ja. Es gibt immer noch einige Leute wie unser Jannis. Jannis, wie fühlt man sich so als Verlierer des Tages? Tobi, wie war die Pizza? Lecker. Die war richtig lecker, sagt er. Und würdest du wieder bestellen? Wenn es nicht so lange dauert, ja. Es geht eigentlich. Also ich habe jetzt schon die Haschespitzer probiert und die war auch ganz lecker. Also mein Magen ist gefüllt, aber ich warte trotzdem noch. Welchen bringen jetzt warten wir denn? Wir warten noch auf... Ich warte immer noch auf meine Pizza. Ich habe richtig doll Hunger. Und ja. Es fehlen jetzt immer noch 3 Pizzen, Bastian. Ja, das ist wirklich sowas von unter aller Sau. Inzwischen ist es schon dunkel geworden, wie man sehen kann. Und vor über einer Stunde trafen die ersten Pizzen und ein. Leute, ihr drei, haltet durch, wir sind bei euch. Ja. Sam, an dir ist wirklich nichts mehr dran. Wie fühlst du dich denn mit so einem leeren Magen? Jetzt wirst auch du, weißt du, du kamst hungrig an und jetzt wirst du im Stich gelassen von so bösen Lieferanten. Was sagst du dazu? Ich find's blöd. Und hier kommt der nächste Lieferant nach über einer Stunde. Wir schauen dann einmal unauffällig auf die Uhr. Eine Stunde, 23 Minuten. Alex, miss bitte mal. Ja, 66 Grad. 2 Pizzen brauchen wir immer noch. Warten wir mal ab, wie lange die noch brauchen werden. Ladies and Gentlemen, wir schleichen uns mal rüber. Hier wird gerade die Finanzbuchhaltung abgehalten. Und wir haben hier 3, da ist auf jeden Fall Mehrwertsteuer ausgewiesen. Die haben es geschafft, die mit dem richtigen Namen auszustellen. 2 leider mit dem falschen Namen und der Rest ist mehr so, wie ich es gerne nenne, Arschwisch. Also wir haben mehrere Quittungen, wo wir wirklich bunte Luftballons draufstehen. Und bei einem hätten wir sogar bunte Luftballons ganz hinten. Wir schalten live rüber. Es gibt Neuigkeiten zu einer Pizza. Verrat uns doch bitte die Neuigkeiten. Also ich habe da gerade angerufen und der meinte, er ist schon 2-mal losgefahren und so, ist dann wieder zurückgefahren, er möchte mir keine kalte Pizza schicken, jetzt macht er mir eine neue und in einer halben Stunde soll sie dann da sein. Das heißt, dieser junge Mann wartet seit über 2 Stunden mit hungrigem Magen auf seine Pizza. Wir werden jetzt mal anrufen und nachfragen, was da los ist. Bastian. Töpperwien, schönen guten Abend. Abend. Ich habe vor über einer Stunde bei Ihnen eine Pizza bestellt. Wann könnt ihr denn ungefähr hier sein? Hallo, ich kann Sie sehr schlecht verstehen. Ich habe vor über einer Stunde bei Ihnen eine Pizza bestellt. Wann kann ich denn mit der rechnen? Was war das für eine Pizza? Pizza Margherita. Pizza Margherita? Mhm. Die ist unterwegs, der müsste jetzt bei Ihnen sein. Gut, dann... War das schuldig? Richtig. Nee, da haben wir Sie versucht anzurufen, weil Sie heute wurden mehrmals reingelegt. Und da konnten wir Sie nicht erreichen. Deswegen haben wir damit dann auch ein bisschen verzögert. Also ich habe auf meinem Handy aber keinen Anruf von Ihnen gehabt. Ist das nicht die Nummer? Warten Sie mal. Achso, Sie sind die... Okay, dann habe ich Sie verwechselt mit jemand anderem. Bastian, wie fühlst du dich nach dieser Aktion? Ich fühle mich ein bisschen verarscht und ich habe sehr großen Hunger. Skandal. Schöne Proteine. Mit Fleischrecht dazu. Eine schöne, leckere Fliege. Mal gucken. Hier ist sie. Lecker hier. Mal gucken mal. Sie ist wunderschön eingebacken. Sogar ein bisschen Käse drauf. Meine Damen und Herren, ich wünsche sehr viel Spaß und guten Appetit dabei. Sam, alles Gute. Wollen wir da jetzt nochmal anrufen? Ja. Schönen guten Abend. Ich habe gerade bei Ihnen eine Pizza bestellt, die gerade eben geliefert worden ist nach 1,5 Stunden. Und auf dieser Pizza befindet sich unter dem Käse eine Fliege. Welche Käse? Wie bitte? Welche Pizza ist das? Von wo? Es war eine Pizza Margherita von... Nur eine Pizza. Wie bitte? Wo hast du sie? Welche Straße? Welche Straße? Das war in die Schulstraße.
Schulweg. Sehen Sie es ein bisschen der Club? Wie bitte? Ja, Sie sind ein bisschen der Club oder was? Was ist die Fliege? Unter dem Käse war eine Fliege. Sie wagen es doch wohl jetzt nicht, mich zu beleidigen. Können Sie bitte wieder zurückschicken? Ja, dann schicken Sie jemanden vorbei, der die abholt. Okay. Ja, danke. Und wie wurdest du behandelt, Bastian? Unter aller Würde. Also, die haben mich beleidigt, dass ich bekloppt bin. Glaubt man das? Das ist wirklich ein sehr, sehr trauriges Ergebnis. Und damit Abschluss des Tages. Bastian, letzte Worte. Ich glaube ehrlich gesagt nicht daran, dass jemand vorbeikommt, die Pizza zu holen. Come take my hand, it's the magic dreamland. See you soul high above, full with endless love. With love, with love, with love. The night is dark, but it shines so bright. I'm in the light and do what I like. I believe in the power of mysterious and generous nature. Jetzt kommt aber gerade noch ein Auto. Ich habe dann einen Anruf bekommen von denen. So wie es aussieht, vielleicht. Ja, eins, aber das ist der Fliegenpizzamann. Hallo. 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 Guten Tag. Ich bin mit der Fliege nach Pizza. Wer hatte sie denn? Ja, Sam hatte sie. Boah, der glaube ich schon weg. Ja, der ist. Und wie alt ist Sam? 8? Ja. Die lag hier zwischen quasi. Also jetzt und da sieht man nicht, wenn ich die Pizza mache und da liegt eine Fliege drauf. Ne, sie lag nicht drauf, sie lag ja dazwischen sogar. Aber wie man ja sieht, ist ja auch hier. Wisst ihr, wie unser Teig machen? Unser Teig ist nicht vorgefertigt in irgendwelchen Formen, unser Teig. Aber hier, die Fliege ist ja noch quasi mit Käse drauf. Bestimmt. Kann man wieder reingesteckt haben. In 10 Jahren ist das nicht passiert. Ihr könnt bei pizza.de gucken, bei den Bewertungen, die Leute haben nicht mal ein Haar gefunden. Und jetzt kommt Ida. Ja, das tut uns doch leid. Aber außerdem sind sie auch noch echt unfreundlich gewesen. Ich weiß ja nicht, wer. Also wir hatten ja auch eine von ihnen, die war völlig in Ordnung. Also meine war total. Die hat super geschmeckt, gar keine Frage. Aber trotzdem, für mich ist das kein Spaß, wenn mir einer erzählt, dass dem man die Pizza halt aufgegessen hat, dass er nicht Liebe gefunden hat. Die fallen nicht einfach so vom Himmel. Das ist klar, aber es kann ja wohl wirklich und selbst unser Pizzakäse, der steht im Kühlschrank, der hängt nicht irgendwo an der Wand in der Kühltheke. Wir machen Ihnen ja quasi kein Vorwurf. Wir wollten Ihnen nur erzählen, dass da eine Fliege drin ist. Und dann wird sie als bekloppt betitelt, wenn sie bei Ihnen anruft. Weil das doch nicht normal ist. Ja, aber Sie sehen doch bitte schön, dass da Käse auf der Fliege ist. Haben die den Käse irgendwie auf die Fliege gepackt? Nein, weil das nicht witzig ist, wenn jemand anruft und sagt, ich habe eine Fliege gefunden. Ja, das ist ja auch so. Richtig. Was hat das damit zu tun? Ja, das ist besser. Wenn wir nur mal eine Fliege auf einer Pizza haben und ich sage Ihnen das und ich muss mir was schimpfen lassen, ist das unterste Niveau. Sie haben aber nicht mit mir geredet. Nee, ich mit Ihnen, mit Ihrem Kollegen. Ich weiß ja nicht, wer da ins Telefon gegangen ist. Auf jeden Fall habe ich vielleicht... Ist auf jeden Fall schon komisch, dass nach so einer Aktion sowas passiert. Ja, komisch, dann hätten wir... Nachdem noch nicht mal jemand ein Haar gefunden hat bei uns. Weiß ich doch nicht, hier sind doch genug Leute. Ich weiß nicht, was ihr für Probleme habt. Ach so. Auf jeden Fall ist es schon komisch. Ja, aber jetzt mal wirklich, wir haben hier keinen Käse, wir haben hier keinen Ofen, wir haben nichts. Wie sollen wir denn bitteschön auf die Fliege Käse draufgeklebt haben? Wir hatten ja auch eine Pizza von Ihnen, die völlig in Ordnung war. Ja, meine war super lecker. Die war auch super lecker, bis er die Fliege halt gefunden hat, leider. Ja, aber das kann ja passieren, das ist ja auch... Da hat er nicht mehr ganz... Das ist ja nicht das Problem. Fast menschlich. Aber es ist halt einfach nicht schön gewesen. Nein, das ist kein Spaß, weil wir auf sowas achten und wenn wir eine Pizza machen, dann würden wir sehen, wenn da irgendwas drauf liegt. Wir wollten Sie nur darauf aufmerksam machen. Ich bin beschimpft worden. Sie glauben uns hier nicht, denn uns hier als Lügner da. Er ist auch beschimpft worden. Wir haben da war ich am Telefon. Wir haben absolut nichts davon. Warum sollten Sie das dann machen? Wenn wir nichts davon machen. Wir wollen keine neue Pizza, wir wollen das Geld nicht wieder haben. Wir wollen überhaupt nicht. Sie wollten es Ihnen nur sagen. Also was haben wir davon, Sie es hier anzulügen?
Das weiß ich ja auch nicht. Ja. Aber ich werde es auch. Viel Spaß. Interessant. Ja. Das ist Kundenservice. Ja. Guck mal, die Pizza ist da. Nach 2 Stunden, 8 Minuten ist die Pizza endlich da. Aber die ist echt lecker und warm. Und dann rein kurz, weil wenn wir so frech sind.